unterwegs, einfach mal ein bisschen wieder das Ding bewegen. Ja, Lars, wir sind ja eben schon eine Runde gefahren. Ja, mein Lieber, vielen Dank für den Ausritt, sag ich mal. Ja. Man kann ja nicht nur vom Ausritt sprechen, Ritt auf der Kanonenkugel. Ja. Ich gehe mal stark davon aus, dass man nicht jetzt alles verstanden hat wegen den Fahrtgeräuschen. Also deshalb nochmal für die Leute, es werden ja, man fragt immer gerne, was ist das eigentlich für ein Hot Rod? Um was für ein Modell handelt es sich? Kannst du nochmal kurz zusammenfassen, was wir hier eigentlich haben? Also original war das mal ein Ford Model A Pickup Roadster. Also ein Pickup, der eigentlich nur ein Faltdach hatte. Baujahr 31. Ja, und der wurde in den USA vor knapp 10 Jahren umgebaut für einen Red Rod als, ja, ich sag mal, zum Fahren auf der Straße. Da dürfen die sowas ja ganz normal auf der Straße fahren. Ich habe das Ding von einem Kumpel gekauft und fahre damit Sandbahnrennen. Deshalb hat er auch so Grobsteinreifen drauf. Ja, aufgrund von Corona konnten wir leider das letzte Jahr und dieses Jahr bis jetzt nicht fahren. Wir haben hier zum Glück eine abgesperrte Straße gefunden, wo wir eben mal eine Runde drehen konnten. Ja, und der ist komplett umgebaut. Das ist so typisches Red Rodding. Wir haben Motor drinne von einem Chevrolet, ein Getriebe von einem Chevrolet, eine Hinterachse von einem Ford Mustang. Also da ist eigentlich nichts mehr original dran, außer, ich sag jetzt mal, die Kabine, wo man drin sitzt. Die Türen sind zugeschweißt, das Fenster wird gekürzt, ne, eine andere Haube drauf. Der Kühlergrill ist noch original und die Vorderachse ist noch original. Ja, ich sag mal, beim Red Rodding ist eigentlich alles erlaubt. Da kann man nutzen, worauf man Bock hat. Dementsprechend habe ich selber auch so ein bisschen was schon gemacht. Ich habe mein Pinstriping North East Classics drauf machen lassen von Danny. Ich habe das Ding innen mit lauter alten US-Kennzeichen verkleidet. Alles Original-Kennzeichen. Ich habe meinen Schaltknopf selber gebaut aus 2 alten Schlüsseln. Das eine ist so ein schöner Engländer, das andere ist ein Schlüssel aus einer russischen Diesellok. Ich war ja mal Lokführer. Und obendrauf ist ein Kolben von der tollen DDR Simson als Schaltknauf. Ja, und so fahre ich mit dem Ding über Stock und Stein bei Sandbahnrennen und hoffe, dass wir vielleicht dieses Jahr noch mal so ein bisschen auch auf der Strecke mal Gas geben können und du vielleicht dann auch da noch mal ein bisschen mitdrehen kannst. Ja, auf jeden Fall, wenn sie es anbietet, ne? Ja, und vielen Dank erstmal noch mal für die Einblicke und für die Leute, die natürlich noch mehr Informationen haben möchten. Motorchrom Leidenschaft Folge 1 haben wir auch mit dem guten Marco hier gestartet, auch mit seinen Autos, unter anderem auch dem Hot Rod. Da gibt es natürlich noch ein paar mehr Informationen und auch noch mal ein paar Aufnahmen von den Sandbahnrennen. Genau. Ja, ich bin echt mal gespannt auf die Aufnahmen. Ja. Ich denke mal, hoffe, das hat gerockt. Ich denke auch. Wollen wir mal schauen.